Na gut, hochgeheilt sind wir. Dann wollen wir doch mal gucken, was diese blöde Blutbestie da bewacht hat. Ah, echt nervig. Stellt sich da hin und macht Ätschi, Bätschi, Ätschi, Bätschi. Ach, da ist noch eine. Ah, die hauen echt zu doll rein. Ein Schlag und gleich so einen ganzen Batzen weg. Kein Wunder, dass wir so oft pausieren müssen. Ja, schon nervig. Also ja, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir mal eine neue Rüstung finden. Denn, wie gesagt, in der Burg war die letzte. Und das ist ja der dritte Dungeon jetzt, wo wir sind. Ohne dass wir... Oh, oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das hier wird wohl dann die Mine sein. Nee. Da gehe ich mal noch nicht rein. Erstmal alle schön oben abgrasen. Auch wenn wir schon eine ganze Menge abgegrast haben. Da kommen wir nämlich nicht rein. Das Einzige, was also noch fehlt, ist das Stückchen hier. Ah. Hätte ich nicht gedacht, dass wir schon so viel erkundet haben. Na gut, also hier raus am Stein vorbei und dann rechts halten. Raus am Stein vorbei. Ah, und noch einen mitbekommen. Und rechts rum. Dann müssten wir jetzt im Gebiet sein, wo wir noch nicht waren. Na, so fast. Hoffentlich gibt es in der Mine andere Monster. Auch wenn es nicht unbedingt Sinn machen würde, denn wenn der Kriegsherr alle Einwohner verwandelt hat, dann wird er auch die in der Mine verwandelt haben. Obwohl das Mädchen meinte, dass ihr Vater da festgehalten wird. Also hört sich eher so an, als wenn er da bewacht werden würde. Das heißt, mit etwas Glück kämpfen wir dort gegen Wachen und nicht gegen diese Dinge hier. Auch wenn die Wachen nicht ganz so gut sind, wie am Anfang erhofft. Hey, du hast ja was dabei. Steinernes Ankh. Oh, die eine Maske hat auch was gesagt von einem steinernen Objekt, mit dem man nur rein weiterkommt. Hm, aber die Öffnung war rund. Das sah eher aus wie dieses komische Ei. Wo ist das übrigens geblieben? Da, genau das da. Also tun wir den Ankh doch mal zu dem Ei. Und gehen gleich mal zu der Tür. Die war... Okay, erstmal das hier erforschen, sonst müssten wir gleich wieder zurücklaufen. Aber da war die Maske, die gesprochen hat. Und bei der Tür könnten wir dann rein. Also, zurück. Und dann gleich links. Ja, da waren wir noch nicht. Ah. Immer diese Ninja-Steine. Kommen aus dem Nichts und schlagen einen mitten ins Gesicht. Ich höre gar kein... Also die haben wir gerade betätigt. Da kam dieses Geräusch von der Druckplatte. Aber hier... höre ich nichts. Wenn wir raufstellen. Stein. 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 Und Nummer 5. Hä? Ich habe den Stein gar nicht raufgelegt und trotzdem. Das ist eine sehr komische Druckplatte. Die ist aktiviert, obwohl wir gar nicht draufstehen. Hm, na gut, dann aktivieren wir jetzt mit die Platte hier. Kleiner. Fünf und zwei kleiner. Ganzer Sack. Naja, ich sollte von vornherein immer den ganzen Sack raufschmeißen, um zu testen, ob sie überhaupt manipulierbar ist oder nicht. Hm, na gut. Vielleicht ist die Druckplatte ja nur dafür da, die hier irgendwie zu arretieren. Aber, hm. Na gut. Hier einmal rum. Jetzt können wir da einfach mal auf die Karte gucken, ob sich da irgendeine Tür verändert. Aber wir hatten ja noch ein, zwei Türen, die kein Schloss hatten. Das heißt, die werden durch irgendwelche Schalter oder Druckplatten aktiviert werden. So, hier rum. Du bist nur für die Tür.
ein Eingang wäre nicht schlecht in das Haus hier. So wie du. Lass es eine Rüstung sein, lass es eine Rüstung sein. Ach, Befehl des Oberkommandos. Ja, lass mich raten, müssen die Stadt verlassen? Ja, wir müssen die Stadt verlassen. Heilentrank ist gut, aber keine Rüstung. Schade, schade. Sonst ist hier nichts. So, dann bleibt noch das kleine Gebäude hier wahrscheinlich und da ein großes. Und das geht gar nicht erst auf. Ah, okay. Bist du jetzt auf? Nö. Komisch, komisch. Vielleicht müssen wir da zum ersten Mal diesen Blockzauber benutzen. Ja, bin ich gerade im Kreis gelaufen? Achso, nee, da sind auch welche. Oh. 4 Druckplatten. Und die hier lässt sich auch nicht wieder bewegen. Kann man drauf tapseln, so viel wir wollen. Nichts passiert. Okay. Kommt der Sacktest? Nix. Lassen sich beide nicht auslösen. Also vielleicht müssen wir in der richtigen Reihenfolge auf die Platten treten. Und nur wenn es die richtige Reihenfolge ist, dann bleiben die fest wie die da. Also die geht schon mal zurück. Das heißt, die war es nicht. Dum, 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 dum. Die geht gar nicht erst runter und auf der waren wir gerade schon drauf. Okay, also die haben wir jetzt gedrückt. Vielleicht können wir jetzt die andere drücken. Die bleibt aber nicht unten. Können wir die wieder entdrücken? Nein. Können wir die anders lösen? Auch nicht. Oh. Na gut, wir haben 5 Stück von diesen Blockzaubern. Wird Zeit, dass wir mal eins benutzen. Einfach nur so, um zu testen, ob es funktioniert. Also mit dem Sack konnten wir das nicht auslösen. Und so können wir gar nicht erst gucken, ob man es auslösen kann oder nicht. Ja. Wir können es aber einfach mal ein bisschen rumschieben und auf ein Klackgeräusch achten. Ja, das Ding haben wir schon mal ausgelöst. Das hier auch und die Tür ist offen. Schön, schön. Und die Tür ist zu. Okay, also brauchen wir noch einen von den Zaubern. Ja, da sah man auch gleich, dass es ausgelöst wurde. Das hat sich jetzt aber besser gelohnt. So viel davon haben wir nicht. Ein Heiltrank, ein Mana-Trank. Noch ein Mana-Trank quasi. Eine Schädelfigur. Zaubert lachender Totenschädel donnernder Macht. Ich mag diese Namen. So. Aber auch nicht so toll. Ja. Ah, das sieht doch schon besser aus. Das ist jetzt der 6. verschiedene Schlüssel für hier. Und das war's. Also ja, wir haben zwar 2 von den Blöcken verbraucht, aber anscheinend mussten wir hier rein. Weil der Schlüssel wird für irgendwas Wichtiges sein. Ich dachte schon, das wäre irgendeine Art Bonus. Das heißt, wenn man da halt Ressourcen verbraucht, wie diese Blöcke, dass man dafür irgendwelche Gegenstände bekommt, die man normalerweise im Verlauf des Spiels nicht bekommen würde. Aber anscheinend nicht. Schade eigentlich. Ist hier jetzt noch so ein Rätsel? Nö, aber es sieht aus, als wenn hier ein Stein langer laufen würde. Oder ein Blutmann. Wenn man den Stein fasst, lieber, den kann man wenigstens einigermaßen ausweichen. Nein, komm schon. Ah, gleich erstmal noch heilen, 1, 2 Mal.
Aber bald dürften es die letzten gewesen sein. Denn es ist die ganze Ebene leer von Monstern. Apropos, dann sollte ich gleich mal gucken, wie unsere Waffenfertigkeiten sind. Könnten wir inzwischen fast vor einem neuen Level sein? Oh, oder auch nicht. Ah, stimmt, wir hatten gerade erst... Wo ist das? Da, trainiert. Stichwaffen zum zweiten Mal erhöht. So, da rein. Und da ist auch gleich der Schlüsselloch. So. Dann schauen wir mal. Keine Ninja-Steine. Kein Feuer auf dem Boden. Nur ein Blutdämon. Das ist ja machbar. Ja, so eine andere Axt oder Speer wäre schon ganz praktisch. Dann könnten wir endlich mal testen, gegen was genau die immun sind. Nein, ah. Jetzt haben wir die Windmühle gezaubert. Der Zauber versagt hier. Ja, selbst wenn er geklappt hätte, wäre es nicht so toll gewesen. Oh, okay. Scheint hier ein bisschen stärker bewacht zu sein, das Ganze hier. Aber wenn es ein besonderer Raum ist, dann macht das ja auch nur Sinn. Wenn schon keine Fallen da sind, dann wenigstens ein paar Monster. Und wir sind erschöpft und unbeweglich. Ja, in den Kommentaren hatte jemand geschrieben, dass das passiert, wenn man zu viel kämpft. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich die also wenn man ganz oft Angriff klickt, oder wenn man das macht, was ich hier gerade mache, mit diesem Vor- und Zurückgehen. Aber so oder so können wir das nicht unbedingt verhindern. Wir müssen ja kämpfen, um die Biester umzubringen. Nö, ne? Also ich habe jetzt 2 Blockzauber verbraucht, damit ich hier an den Altar komme. Nur noch ein Mana-Altar. Na gut, die Weißen waren die einfachen. Dann benutzen wir die einfach mal, um ein bisschen Mana zu bekommen, um uns hochzuheilen. Dann muss ich wenigstens nicht pausieren und wieder eine halbe Stunde darauf starren, wie der Lebenspunktebalken sich füllt. Na okay, so mache ich das nicht wirklich. Lass einfach im Hintergrund laufen, mach was anderes, aber trotzdem. Du fühlst dich weniger müde. Ja, denn... Nee, wir wollten nicht das, wir wollen das da. Aber eigentlich haben wir noch ein paar mehr davon, oder? Es geht wahrscheinlich nur in dem Chaos hier unter. Da unten ist noch einer. Und in der Kiste, in dem Sack nicht. In der Kiste auch nicht. Hm. Komisch, dachte echt, wir hätten da noch 2, 3 von. Aber naja. Erstmal heilen. Und dann benutzen wir den letzten. Und den schwarzen bewahren wir uns für irgendwann später auf. Der Zauber versagt hier. Oh. Das ist ja komisch. Hatten wir es nicht eben gerade da schon geheilt? Oder habe ich das einfach überlesen und weitergezaubert? Ja. Man sollte schon ein wenig aufpassen, was man tut. Aber ist ja auch ganz schön mies gemacht. Das heißt, du kommst hierher, kriegst dein Mana zurück und wenn du das Mana verwenden willst, dann wisselt das. Der Zauber kommt nicht durch. Ja, schon besser. So, jetzt sind wir mit der ganzen Ebene hier durch. Außer die Türen. Was war das für ein Schloss? Da war das Steinding. Das können wir gleich auch nochmal ausprobieren. Und da ist auch noch eine Tür. Aber die hat kein Schloss. Na gut. Erstmal probieren wir diesen Stein-Ank aus und danach dieses Stein-Ei oder was auch immer das genau darstellen soll. Dafür müssen wir ganz in den Osten. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Genau, diese ganze Reihe mit den Altan. Gehen wir einfach oben rum und dann kommen wir zwangsweise dran vorbei. Also einen Schritt zurück, ganz hoch. Bis zur Wand, wo die fliegenden Fäuste lang rasen. Und dann einfach rechts rum. Und bei der Ecke von der Karte ist ja schon die Tür. Ah, da fliegt die Faust lang.